Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Ranked Replay Cast in der deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Und heute spielt auf der linken Seite Spieler 1, Pedro. Unbekannt, wir wissen nicht, wie er heißt, deswegen nennen wir ihn Pedro. Den Namen haben wir uns irgendwann mal damals ausgedacht, als wir so einen Geistesblitz hatten. Ey, lass ihn einfach Pedro nennen. Er spielt gegen niemand anderen als, und auf dieser Map nicht anders zulässig, auf der rechten Seite Marvin, sein Kontrahent heute. Und beide Spieler hier spielen Pinchfist und wir befinden uns, ja, auf der Map Luftstätte. Marvin, was ist da los? Wie machst du das, dass du in jedem Rank Replay die Map Luftstätte spielst? Es ist crazy. Es wird zum Meme. Es ist der Running Gag. Es ist crazy. Der Operator Pinchfist, Geizhals auf Deutsch. Was kann der? Der hat als passive Fähigkeit, dass ihr, wenn ihr irgendwas verkauft, 100% der Metallressourcen zurückbekommt. Ansonsten sind es nur 50%. Ja, was bringt euch das? Ihr seid schneller, was das Bauen von Technologie und Waffen angeht, weil ihr die Ressourcen einfach früher habt. Und könnt so früher Schaden am Fort des Gegners ausrichten. Ihr seid einfach schneller, könnt Waffen rushen. Der wurde letztens, schon länger her, schon ein bisschen länger her, ein bisschen genervt. Er hat als passive Fähigkeit nämlich auch noch, dass die Energie- und Metallproduktion um 10% erhöht ist. Das sind jetzt nur noch 5%, aber er ist trotzdem noch viable und wird, wie wir es auch öfter noch in den Ranked Replays sehen, häufig gespielt, weil dieser Geschwindigkeitsvorteil, den ihr davon bekommt, einfach enorm ist. So, liebe Zuschauer, und hier habe ich jetzt noch eine Ankündigung zu machen. Nächsten Samstag, ja, 5.6. Schreibt es euch auf. Link wird jetzt eingeblendet. Twitch.tv, Salzwerk-TV. Findet ihr mich ab 14 Uhr nächsten Samstag, nämlich live. Ja, ich streame. Soweit ist es schon gekommen. Damit gehen ein paar mehr Einsachen einher, aber zuerst ein großer, grober Umriss. Nächsten Samstag um 14 Uhr findet das 19. offizielle Forts-Turnier statt. Und ich wurde angefragt bzw. empfohlen aus der deutschen Forts-Community für die Veranstalter, ja, für die Entwickler, die ja auch das Turnier veranstalten. Für die deutsche Szene und den EU-Raum generell, aber eigentlich für die deutsche Szene, den Caster zu machen. Ja, ich finde mich mega geehrt. Ich habe mich super gefreut, als die Nachricht kam und als da einfach der eine Dude meinte, yo, du wurdest uns empfohlen. Und ich war so, ich wurde empfohlen? Alter, ich wurde empfohlen. Mama, ich wurde empfohlen! So nach dem Motto, so ging es mir. Also es war wirklich crazy. Vielen Dank an der Stelle, die Person, die mich empfohlen hat oder die Personen. Wir wissen auf jeden Fall an dieser Stelle, wen ich hier meine. Vielen, vielen Dank. Und ich bin sehr gehypt und ich freue mich, das Samstag machen zu dürfen. Also schaut doch gerne um 14 Uhr auf meinem Twitch vorbei. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und da ich ja eigentlich so ein YouTube-Dödel bin und eigentlich nie streame, weil ich zurzeit die Zeit dazu nicht habe, später vielleicht, aber jetzt zurzeit streame ich wenig, kann eigentlich alles nur schief gehen. Ja? Also geht da mit null Erwartung ran. Es wird alles schief gehen, dann wird es vielleicht was. Dann werdet ihr nicht enttäuscht werden. Nein, natürlich nicht. Ich werde mein Bestes geben und arbeite jetzt auch mit Hochdruck an einem Tiefdruckgebiet, wie Alligator es so schön formulieren würde. Das wird schon gut gehen. Ja, ich bin es nur nicht gewohnt. Das möchte ich nur einmal vorweg sagen. So, jetzt wollen wir aber mal ins Spielgeschehen eintauchen. Pedro auf der linken Seite mit der Werkstatt und der Fabrik. Mittlerweile fertiggestellt. Ich drücke mal F8. So lange habe ich schon geredet. 3 Minuten 30 über für euch eigentlich unrelevante Themen. Für mich bedeutet das die ganze Welt. Ihr wollt natürlich das Ranked Replay heute sehen und von mir gecastet haben. Dafür sind wir ja alle hier, oder nicht? Von daher fangen wir damit jetzt auch endlich mal an. Plasmalaser jetzt hier für Pedro. Verkauft doch das letzte Metall aus seiner Base für den Feuerlaser, der da jetzt folgen wird. Genau, das ist die Kombination. Feuerlaser in Kombination mit Plasmalaser macht mehr Schaden, denn der Plasmalaser macht an entzündeten Streben anscheinend mehr Schaden. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist eine Lücke. Es ist die Strategie dahinter, man feuert zuerst den Feuerlaser und dann den Plasmalaser, aber das Hintergrundwissen fehlt mir da komplett, merke ich jetzt gerade. Da muss ich mich nochmal informieren und mir das mal durchlesen. Auf jeden Fall ist das immer die Kombination, die gespielt wird. Ja, Mut zur Lücke, liebe Zuschauer, auch in Prüfung. Mut zur Lücke, Upgrade Center jetzt für den Economy Boost. Marvin auf der anderen Seite auch mit Werkstatt, aber die zweite Technologie hat er sich hier für die Munitionskammer entschieden. Das heißt, er möchte Kanonenhaubitzen und 20mm Kanonen spielen, je nachdem, was auch davon. Hat hier schon das Upgrade Center anscheinend früher platziert gehabt als Pedro und damit seine fast gesamte Economy geupgradet. Zumindest was die Metallproduktion angeht. Hier, die Mine fehlt noch und die ist gerade im Upgrade. Läuft hier auf 6 Windturbinen im Gegensatz zu Pedro, der hier nach eurem epileptischen Anfall, den ihr gerade bekommen habt, durch das ganze Rumschalten nur 3 Windturbinen hat. Aber auch 6 Metall
Minen. Also erst nur Minen, aber ich habe sie jetzt Metallminen genannt. My bad. Schwarmraketen, Launcher, 2 Stück für Petro auf seiner Seite und hat hier auch eine Guido-Kompanie am Start. Marvin dagegen noch nicht. Ist die Frage, ob er die Schwarmraketen antizipieren wird. Ist eigentlich ein Klassiker auf dieser Map. Ich mache hier immer den Fehler, dass ich die Werkstatt verkaufe, um schneller und mehr Laser zu platzieren. Aber die Schwarmraketen hier sind tatsächlich ziemlich stark, da man ja auch für das Upgrade Center geht, wegen der Economy, dass man sonst in Ranked Replays eigentlich nicht platzieren würde, weil die Matches nicht so lang gehen. Aber dadurch, dass hier ein Turm in der Mitte steht und man so viel Zeit hat, ist es eigentlich die Regel, dass man auf dieser Map das Upgrade Center zum Vorschein bringt. So, jetzt Kanonen für Marvin. Das heißt, weder Haubitzen noch 20mm. 20mm wäre auf dieser Map auch useless. Die Map ist einfach so groß, dass der Spread der Waffen viel zu groß wäre. Es würde also nicht sehr viel bringen. Ein weiteres Upgrade. Das heißt, Petro spielt hier für die Nukes. Für die geupgradeten Schwarmraketen. Er probt sich jetzt etwas mit seinem Sniper, versucht die Mine da zu treffen oder die Guido-Kompanie. Wahrscheinlich beides. Warum die Mine attackieren mit eurem Sniper auf dieser Map, ist es vielleicht nicht ganz so wertvoll wie auf anderen Maps. Aber eine Mine zu reparieren kostet sehr viel Metall. Macht hier auf dieser Map aufgrund der 5 geupgradeten Minen für Marvin jetzt nicht so viel aus. Aber auf anderen Maps, wo ihr vielleicht nur 3 Minen habt oder mir fällt der eine Name, Hangtime. Die Map, Hängezeit auf Deutsch. Da habt ihr nur 3 Minen am Anfang. Und wenn ihr nicht zu die Verbindung nach hinten macht, wo ihr noch 2 weitere Minen platzieren könnt und nur auf 3 Minen läuft und da natürlicherweise kein Upgrade Center platziert und der Gegner euch mit einem Sniper gegen eure Minen nervt, das tut schon weh. Auf Abyss oder auf wie heißt denn, Stiele? Ihr wisst, welche Map ich meine, die beiden, wo ihr so auf so einem dünnen Dings steht. Ach mein Gott, heute ist auch wirklich. Ich hatte heute Samstagsvorlesung. Ich bin heute durch den Wind. Wer macht denn auf dem Samstag eine scheiß Vorlesung? Ja, es ist ätzend. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Hier macht es nicht so viel Sinn. Ergibt es. Verzeihung. Heute. Raffen. Heute. Hier. Mein Gott. Hier ergibt es nicht so viel Sinn, die Mine anzugreifen. Weil Marvin eben genug Metall zur Verfügung hat, um die zu reparieren. Aber generell ist es nicht dumm, die Minen des Gegners, falls sie offen liegen, anzugreifen. Denn das kann dem ganz viel Ressourcen kosten. So, 3 Kanonen für Marvin gleich fertiggestellt. Ahnt hier schon die Laser, denn die Boxen von Petro lassen darauf ahnen, dass hier Laser kommen und der geht jetzt hier für Portale. Sehr interessant, das heißt, er will seine Nukes woanders rausfeuern lassen und anscheinend da oben raus. Okay, bin ich sehr gespannt. Marvin verteidigt sich dann hier mit den Schilden. Im späteren Verlauf des Games wahrscheinlich gegen die Laser deaktiviert und aktiviert die Schilde dann immer wieder, um sich gegen die Laser zu verteidigen. Und hat jetzt auch einen Schwarmraketen-Launcher, hat die Werkstatt aber verkauft, das heißt, da wird keiner mehr folgen. Vielleicht kommt hier noch ein Upgrade raus. Bin ich sehr gespannt, was das da oben jetzt wird. Von Marvin hat jetzt hier auch den ersten Schuss auf den Tower in der Mitte gelandet. Petro gleichermaßen fängt jetzt auch an, den Tower zu bearbeiten, erstmal nur mit einem Feuerlaser. Und ja, ich sehe hier gerade, Marvin benutzt immer nur die eine Kanone und nicht etwa 2 oder 3. Das heißt, er will den Tower ganz langsam zum Einsturz bringen und vor allem nicht mit allen 3 Kanonen gleichzeitig, denn dann hat er nichts mehr zum Schießen, sollte der Turm fallen und Petro könnte hier den ersten Hit auf Marvins Base landen. Das will Marvin natürlich verhindern, deswegen feuert er hier wahrscheinlich immer nur eine Kanone, damit er Petro nicht den First Hit gönnt. Der Tower in der Mitte stürzt jetzt ein, aber da bleibt noch ein bisschen wobbly-bobbly in der Mitte liegen. Weiterer Kanonschuss vom Marvin folgt nicht. Der aktiviert jetzt hier aus Vorsicht einmal seine Schilde, falls Petro sich hier gleich durchfressen wird. Denn das da fackelt langsam ab und dann ist der Tower in der Mitte Geschichte und das Schlachtfeld ist eröffnet. Kreissäge von Petro in die schwebende Plattform in der Mitte geschossen. Ein bisschen unglücklich. Hätte hier die Verbindung trennen wollen und können. Mit dem richtigen Aim. Jetzt geht Marvin hier für Türen, damit das nicht passieren kann. Wobei hat die Kreissäger wahrscheinlich nicht diesen Winkel hier. Aber Marvin eröffnet jetzt hier das Schlachtfeld. Und da kommen die Nukes. Aber Petro zielt hier auf den Vorsprung, auf die fliegende Plattform. Dementsprechend werden die Raketen auch darauf knallen. Das war ein Fail-Play. An seiner Stelle schießt jetzt hier mit den Lasern, aber Marvin hat so gebaut, dass die Türen
weit genug auseinander sind und der Feuerlaser nicht durch die Türen penetriert und seine Waffen trifft. Hat jetzt hier auch wieder seine Schilde in der Front. Das heißt, die nächste Salve Feuer bzw. Plasma-Laser wird dort nicht connecten. Jetzt Schwarmraketen von Marvin auf Petrus Base. Das sind nur Schwarmraketen, die werden nicht so viel Schaden machen, nicht so viel ausrüsten. Zünden da ein bisschen was an, aber nichts Kritisches. Doppelter Kanonschuss von Marvin auf Petrus Base. Zerstört hier nicht wirklich viel. Ökonomisch ist das natürlich teuer für Petro, hier die ganzen Türen wieder aufzubauen. Ein weiterer Kanonschuss von Marvin kann da auch nicht wirklich viel dran ändern. Außer die Reparaturrechnung etwas zu erhöhen. Marvin hat jetzt hier etwas Blinkiness, entscheidet sich dafür, die Strebe zu verstärken mit Metall. Die geben nämlich mehr oder halten mehr Belastung aus als Holzstreben. Ihr seht, die blinkt jetzt nicht mehr. Und jetzt kommt der Sniper-Austausch von Marvin. Marvin verliert dabei seinen Sniper. Und Petro hat jetzt seinen zweiten hier am Start, merkt langsam, dass der Sniper da unten nicht den Winkel für die Nukes hat. Wir werden jetzt aber wieder abgefeuert und wahrscheinlich in Kombination mit einem Feuerlaser, um die Gunner-Schüsse zu blocken. Ja, Tatsache, ein Nuke wird dennoch abgewehrt von der Guido Company. Der andere trifft jedoch hier auf die Türen von Marvin, macht natürlich ökonomisch gesehen einen enormen Schaden. Da sind drei Schilde weit draufgegangen, das heißt, der Plasma-Laser kann ja wieder reinfräsen, aber da sind genug Türen, als dass Marvin hier nicht Angst haben muss, eine Waffe zu verlieren. Auf der anderen Seite kommen jetzt wieder Schwarmraketen hier auf Petrus Base. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er mit den Schwarmraketen vorhat oder ob die generell oder ob Feuer generell einen Schadensmultiplikator für Waffen gibt. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst als ich. Jetzt drei Kanonschüsse von Marvin gleichzeitig abgefeuert. Das heißt, treffen hier nicht auf einen Spot. Der eine Schuss fliegt hier, glaube ich, sauber drüber, zerstört höchstens, hat höchstens den Sniper da zerstört. Der andere trifft hier oben rein. Die unterste Kanone trifft hier unten auf den Plasma-Laser. Zerstört eine Tür, beschädigt die dritte. Er beschädigt eine zweite, ist ein bisschen Metall, was es Petro kostet, aber nicht mehr. Petro wieder mit der Kreissäge am Arbeiten, zerstört den Turm, den Gunnerturm, den Marvin sich da gerade versucht aufzubauen als Verteidigung gegen die Warheads, die jetzt wieder abgefeuert werden in Kombination mit dem Feuerlaser. Und da werden beide Warheads abgewehrt, der eine mit der Kanone, der andere über die Gunner, denn der Feuerlaser war dann zu Ende und der Plasma-Laser trifft jetzt hier auf das Schild von Marvin, der hier seine Minen mit einem Schild verteidigt. Das hatte eben überlebt, es sind nur die drei Schilde hier vorne kaputt gegangen. Das wäre kritisch für Marvin geworden, wäre der Feuerlaser hier einmal reingerasselt, dann wäre die Base wahrscheinlich in sich zusammengebrochen und das wäre das Ende für Marvin gewesen. Die Gunner hätten vielleicht auch etwas weiter hier vorne platziert müssen, also der Turm, weil das hier zu viel Belastung auf die hintere Strebe gibt. Aber ich hoffe mal, es wird nicht daran scheitern. Und jetzt hat Marvin hier die Chance, den Plasma-Laser zu zerstören. Schafft es aber nicht ganz. Trifft hier auf den Feuerlaser, der da rüber sitzt. Und auch abgefeuert wird von Petro wieder, der hier aber nicht viel Schaden machen kann mit der Laser-Plasma-Kombination. Hat hier etwas höher gefeuert. Das Schild war nicht ab. Konnte wohl etwas Schaden an der Kanone machen. Die musste da repariert werden. Aber im Großen und Ganzen sieht es für Marvin hier noch gut aus. Während auf der anderen Seite Petro nicht mehr viele Türen vor seinen Lasern hat. Der hat da gerade einige verloren. Und da kommen die weiteren Kanonenschüsse von Marvin. Treffen hier den Feuerlaser. Und der ist damit Geschichte, weil da nicht genug Türen vor waren. Nicht schnell genug nachgebaut werden konnte. Und damit reißt der zweite Feuerlaser ab. Und Petro gibt auf. Und ich muss Luft holen, liebe Zuschauer. Das war ein Match von Petro gegen Marvin. Und ich hoffe, ihr freut euch auf Samstag, denn ich tue es. Und morgen kommt noch ein Match von SCO gegen einen Special Guest. Ah, der noch gar nicht weiß, dass er Special Guest ist. Da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Bis dahin, haut rein und viel Spaß im Ranked.